Ey, was, ein Gartenfilm jetzt? Ey, Leute, sagt mal, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Guckt euch mal das Wetter an. Sturm. Schnee ist angesagt. So in einem halben Tag, die Temperatur soll fallen. Und da ein Gartenfilm, das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Vor allen Dingen hier ist doch gar nichts los. Das Einzige, ja natürlich, wir könnten mal gucken, was ich so an Aufnahmen von vor 2 Wochen, vor 6 Wochen habe. Also so richtig schöne Herbstaufnahmen mit Sonne. Ja, das gab es hier nämlich auch. Ehe dann der November grau in grau sich hingezogen hat wie Kaugummi mit ganz wenig Regen. Aber dauernd sah es so aus, als wenn es draußen alles nass wäre. War es aber gar nicht. Jetzt haben wir Anfang Dezember und jetzt ja, ist das erste Mal seit Wochen, dass es wieder einigermaßen vernünftig Regen gegeben hat. Kein aktuelles Gartenvideo von heute, sondern ein ziemlich aktuelles von vor 4 bis 6 Wochen. Und dann geht das mal einfach so durch. Ja, das ist hier so richtig, ne? Nach dem Motto, oh, wie ist es kalt geworden und so traurig, öd und leer. Wer erinnert sich nicht daran? Ja, dann gucken wir uns hier den Zwetschgenbaum noch mal an. Der hat ja noch ordentlich Blätter, wie der morgen, übermorgen aussieht. Wenn das hier fürchterlich gepustet hat, was angesagt ist. Und da hinten der Kirschbaum. Ja. Der ist übrigens nicht so schön gelb geworden von Blättern her, wie er das sonst oft im Herbst wird, aber nicht immer. Da ist ja schon ein ganzer Teil runter. Die Hälfte, denke ich mal, ist schon runtergefallen. Ohne dass die vorher so diese Herbstlaub-typische Färbung hatten. Es ist Orkan angesagt und deswegen muss ich heute was machen. Ja, was habe ich hier jetzt vor? Also ich will hier doch so wenigstens noch so 10, 15 Zentimeter jeweils von den Beeten hier Erde runternehmen. Und die ist jetzt sehr trocken, das geht also gut. Denn da muss auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder neue Erde drauf. So ein Stück weit zumindest. Ich mache hier ja einen sehr intensiven Anbau von auch immer im Grunde den gleichen Gartenfrüchten. Und das kann man nur machen, wenn das im Winter kräftig durchregnet und natürlich auch ein Teil des Bodens, wenigstens so die obersten 20 cm, wenn das ausgetauscht wird. Sonst ginge das nicht. Also jetzt die Karre dabei und dann los. Die Karre steht hier im Gewächshaus. Ja, da sieht es auch jetzt schon irgendwo herbstlich-winterlich aus. Da sind gestern die letzten Tomaten hier rausgekommen und die Paprika. Ja, was will man da machen? Ne? Irgendwann ist halt Feierabend, das ist jedes Jahr so. Okay, also jetzt die Karre dabei und dann mutig voran und hier mal so 15-20 cm Erde oben abgenommen. Das ist natürlich hier ein absolut feiner Boden, den ich da jetzt raushole. Da gibt es überhaupt nichts. Aber was habe ich hier auch wieder alles rausgeholt? Dann kleinen Tomaten, Paprika und erst eben diesen Blumenkohl, naja, richtig viel. Und wer richtig viel ernten will, muss eben auch am Arbeitseinsatz viel investieren. Das ist nun mal auch eine ganz klare Tatsache. Es gibt ja da diesen blöden Spruch, von nichts kommt nichts. Ja, auch im Garten ist das so. Ja, und dann sind wir jetzt auch gleich wieder auf diese Freunde hier gestoßen. Diese fetten, miesen Käferlarven.
Da wird auch jetzt gar nicht groß diskutiert, was das eventuell für eine Sorte sein könnte. Und die fliegen hier raus und fertig. Ich habe die hier nicht eingeladen und unterstelle denen mal nichts Gutes. Ihr wisst ja, wie die hier vor 2 Jahren meine ganzen Kohlrabi, genau. Nee, Kohlrabi nicht, Blumenkohl. Blumenkohl hatte ich hier drin. Und da haben die Viecher da doch ganz schön an Wurzeln rumgenagt. Ob die das jetzt waren oder ihre Verwandten, ehrlich gesagt, das ist mir jetzt völlig egal. Ich will hier nicht drin haben und habe mir auch schon einen ganz kleinen, gemeinen, fiesen Trick ausgedacht, wie ich also nächstes Jahr von den Wurzeln fernhalte. Aber noch haben wir nicht nächstes Jahr, deswegen verrate ich das noch nicht. Also nichts hier von wegen Gift oder so. Nö, nö. Das mache ich anders. Wollen wir das mal wegfahren hier. Schwer ist das nicht. Ne? Ist ja kein nasses Zeug. Ist ja sehr trocken, die Erde. Und eben, ja, viele leichte Stoffe drin. So. Jo, dann wollen wir mal gucken, ne? Also einmal hier mit der Leiter hier rauf gucken. So, hier liegt nicht zufällig schon der Schrauber. Jetzt geht's hier los. Fertig. Der Wind hat zugenommen. Das war's. Die Nummer 4. Jetzt geht es hinten um die Scheiben und da habe ich mir ja was Intelligentes einfallen lassen. Ja, das ist hier im Grunde ganz einfach. Das ist hier nur gehalten durch diese Alurohre, die mit diesen Haken hier fest sind, oben auch. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Na, ganz einfach. Die kommen hier raus und dann kann man die oben drunter geschoben, man sieht das, und unten eben einfach gehalten durch dieses kleine Stück Rohr. Genial einfach, und man schraubt die Dinger nicht fest oder an oder wie auch immer, keine Löcher drin. Also wirklich gut, wirklich simpel. Aber erstmal drauf kommen, also ja, die halten wirklich gut, also nur so ein bisschen reingeklemmt. Und dann war schon alles okay. So. Jetzt können wir erstmal hier oben sehen, wie das Hochbeet also jetzt verabschiedet wird in den Winter. Ja, so wie die anderen Jahre auch, das hat sich ja bewährt. Abdeckung runter und dann ein bisschen Erde weg oder auch ziemlich viel. Am Anfang brauchte man das nicht, weil das immer absank, aber die Zeiten sind vorbei. Hier sinkt nicht mehr groß was ab, nur noch ein ganz bisschen. Und dann können aber erstmal die Winterniederschläge hier fallen. Die haben jetzt freie Bahn und das sollen sie auch. Die Scheiben alle ordentlich aufgestellt hier, der Reihe nach. Die sind zwar alle bezeichnet, wie gesagt, in die Alurahmen habe ich eingekratzt, Nummern 1, 2, 3, 4, damit man weiß, wo die gesessen haben, damit die da auch wieder hinkommen, welche Seite die Oberseite ist. Das muss ja alles bedacht werden bei diesen Platten, weil die haben immer eine UV-geschützte Seite, das muss die oben drauf sein. Und eine Seite, die eben nicht UV geschützt wird. Und wenn man die aus Versehen oben drauf macht und die Sonne hat da dann sozusagen freie Bahn und dann brennt die da auch ganz fix Löcher rein und die Platten sind ruckzuck hinüber. Man muss da wirklich aufpassen bei diesen
Doppelstegplatten. Weil hinterher das rauszukriegen, wo die beschichtete Seite ist, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich weiß das nicht, wie das noch gehen sollte. Das muss man von Anfang an richtig machen. Man sieht hier bei den Platten hier oben, ist das alles richtig gelaufen. Die habe ich ja zum Teil auch nachträglich gemacht. Und hier sind zwei, da ist das nicht richtig gelaufen. Da müssen eigentlich unbedingt noch andere rein. Mal sehen, ich wollte es eigentlich jetzt noch im Herbst machen, aber ja, okay, verpasst. Jetzt ändert sich das Wetter, geht es auch nicht mehr. Muss ich dann mal auf nächsten Frühjahr vertagen. Die anderen Nägel sind okay soweit. Sind schon ziemlich lange drin, aber es passt immer noch. Die werde ich nur abwaschen nächstes Jahr. Dann reicht das wieder. So, da habe ich noch die Bank geholt, die aufgehängte hier. Die ja, Holz-Hollywood-Schaukel oder wie immer man das Ding nennen will. Steht ja auch über den Winter besser. Die war ziemlich schwer, also ziemlich mit Nässe vollgesogen. Ja, nach dem Regensommer. Ich habe da auch gar nicht oft drauf gesessen, muss ich sagen. Dieses Jahr. Es ergab sich einfach nicht. War doch zu oft kühl, regnerisch und feucht abends. Für den Garten gut, für den Gärtner, für den Relaxenden. Mit einer Flasche Bier, ja, das war eben halt dies Jahr nicht so. Ja, kann man jetzt so ein bisschen Bilanz ziehen hier vom Garten diesem Jahr, diesen Jahres. Ja, also schlecht war es nicht. Vor allen Dingen das Wichtigste war der viele Regen, der hier gefallen ist. Auch nochmal hier so die Herbstpackungen, die zweimal nur über unser Dorf gezogen sind. Mit richtigen Millimetern Anfang September. Dann war es ja anschließend eigentlich jetzt September, Oktober bisher zumindest nicht sonderlich feucht. Ging so, aber es verdunstet ja auch nicht mehr so viel. Also es war durchaus ein erfolgreiches Gartenjahr. Hier im Hochbeet war es etwas chaotisch. Schwierig war der Beginn, weil der sich so verzögert hatte. Um 4 Wochen alles nach hinten gerückt. Und mein genaues Timing eben, dass so die erste Pflanzengeneration dann genau richtig reif ist und dann abgelöst wird durch die zweite Generation. Also was meine ich damit? Ja, ich meine damit, dass Salat und Kohlrabi und der Blumenkohl als Startpflanzen, als erste Pflanzen im Gewächshaus, sowohl als auch hier im Hochbeet, früh genug das Feld räumen für Tomaten, Paprika und Gurken. Und das hat dieses Jahr nicht geklappt. Also die waren einfach zu spät. Dadurch hat sich alles nach hinten verzögert. Die Tomaten waren ziemlich hoch aufgeschossen. Ihr habt das gesehen in den entsprechenden Videos. Das war dann alles nicht so toll. Dann nachher im Hochsommer die Krautfäule. Und dann ja trotzdem immer noch eine ganz anständige Tomatenernte. Nicht so toll wie die letzten Jahre, aber immerhin doch noch eine ganze Menge. Also Misserfolg war es in dem Sinne nicht. Aber schon ein schwieriges Gartenjahr, auf jeden Fall. Also, das muss ich sagen. Für andere Pflanzen wiederum war es gut mit dem vielen Regen, mit der Kälte. Der Untergrund ist mal wieder vernünftig durchfeuchtet worden. Grundwasserspiegel hat sich mit Sicherheit auch hier angeglichen, obwohl hier auf dem Berg gibt es natürlich kein Grundwasser. Habe ich ja schon oft genug erzählt. Aber im Tal unten halt doch. Naja, und für meine Büsche, die ich auf den Stock gesetzt habe, war der viele Regen auch ein Segen. Und die sind super wieder ausgeschlagen. Also das wäre mit Sicherheit schief gegangen, wenn da nochmal das 4. trockene Frühjahr, Frühsommer in Folge stattgefunden hätte. Da steht ja noch ein Video aus. Das mache ich auch. Ich habe also eine Menge schöner Aufnahmen, fantastische Aufnahmen hier von Blumen, von den Wildblumen, die auf diesem kleinen Stück gekommen sind. Das kann ich ja schon mal verraten. Also das war ein fantastischer Erfolg. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass es auf einmal so schön wird. Gut, ich hatte es natürlich intensiv vorbereitet, aber es ist ja nicht immer so im Garten, dass man durch eine fette Vorbereitung, gerade bei einem Projekt, wo man eben ja was Neues ausprobiert, dass man da sofort mit einem riesen Erfolg belohnt wird, aber das war da echt der Fall. Also ich zeig's euch die Tage. Das wird richtig gut. Schön vor allen Dingen. Einfach schön. Ja, da haben wir sie doch noch hier, die letzten Dahlienblüten. Doch immer noch schön, dass hier so einige halt dem Herbst die Stirn bieten.
und auch bei dem schwindenden Licht nicht verzagen. Ja, wenn dieser Sturm vorübergezogen ist und vielleicht die erste Nacht mit Frost kommt oder mit ganz niedrigen Temperaturen, dann kommt ihr auch ins Winterquartier hier. Und das hat ja bisher immer gut geklappt, im Gewächshaus, im Untergrund. Und dann heißt nächstes Jahr auf ein neues. Oh, hier will auch noch eine Blüte aufgehen. Jo, dann mach mal hin. Ja, was ist hier passiert? Also an die Leitung hier, die Dachrinne von der Gartenhütte, da habe ich dieses graue Stück hier angebracht, damit das eben nicht hier runter plätschert, sondern hier zu dem Busch führt. Ich kann das ja nicht zustopfen im Winter. Und das soll ja nicht mehr hier in die Regenfässer laufen, in die Regentanks. Das Wasser, man kann das ruhig hier, wenn es denn regnet, einfach hier dem Holunder zugutekommen und fertig. Das sind ja nie so die Riesenmengen, die von der Gartenhütte runterkommen. Aber wenn, dann sollen die auch hier auf dem Grundstück versickern. Ja, das weht mittlerweile doch ganz schön. Nimmt sozusagen zu. Gut, dass wir das Mikro haben mit so einem kleinen Puschelpelz drauf. Sonst wäre das hier absolut nicht mehr möglich, live zu kommentieren. Ja, die Wolken machen ja einen gräulichen Eindruck, aber es gibt keinen Regen, keinen vernünftigen. Den brauchen wir jetzt eigentlich mal. Herbstregen war bisher noch ganz wenig. Was ist denn jetzt bisher gefallen in der Nacht? Ja, hier. Knappe 3 mm, also das ist da ist mehr als nur Luft nach oben oder Wind nach oben. Ja, der Sturm ist vorbei, also gucken wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, der Zwetschgenbaum, vor 3 Tagen sah der noch ganz anders aus. Ne? Da ist ja fast alles runter. Ja, der Kirschbaum auch. Hm? Ja, was müssen wir machen heute Morgen? Also Rasenmähen hatte ich schon gesagt letzte Mal und dann ja hier an die Dahlien denken. Die müssen jetzt auch weg. Das Grün abschneiden und die Wurzelstöcke von Erde befreien und dann in einem Eimer mit ganz trockener Erde alle zusammen im Gewächshaus verbuddeln. So. Ja, wie geht's jetzt weiter? Na, ganz einfach. Ich schneide jetzt einfach hier eben die Blätter ab, die Stängel ab.
Das wird dann alles mit dem Rasenmäher mitgenommen gleich. Da sage ich einfach zu meinem Freund, dem Rasenmäher, wir schaffen das. Und da geht's hin. Ja, ich habe mir dann gedacht, also das Zucchini-Kraut kann gleich dazu. Das alte abgestorbene liegt also jetzt auch hier gemeinsam mit den Dahlien. Ja, hat er doch ganz gut weggekriegt hier. Ne? Das werde ich gleich noch aufhaken, hier einmal grob und dann ist es gut. Ja, das ist daraus geworden hier. Matschiges Moos. Eigentlich zum Kompostieren sehr gut geeignet. So. Fein geschreddert würde man das sowieso nicht kriegen. Jetzt viel zu nass. Der Rasenmäher packt das so gerade. Macht daraus hier so eine matschige Geschichte. Ist natürlich sehr gut. Man findet kaum was wieder. Ja, also so ist das gut zum Kompostieren. Und jetzt werde ich den Rest des Rasens in Angriff nehmen. Holla Leute, jetzt bin ich aber auch geschafft. Das ganze nasse Zeug hier. Ja, 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 das war doch jetzt eine ganz schön heftige Nummer. Das nasse Zeug. Also der Rasenmäher hat das wirklich besser aufgenommen, wie ich das vorher so befürchtet habe. Mal hier gucken über die Himbeeren weg. Da sieht man das. Also sieht wirklich gut aus jetzt. Klar wird da jetzt noch das eine oder andere so ein bisschen wachsen und auch ein paar Blätter vom Wald drauf fliegen, aber das macht nichts. Das Gros ist runter. Der Rasen ist auf 4 mm. Und dann denke ich mal, ist das gut so. Ja, da haben wir die Ladung jetzt. Soll bis morgen so ein bisschen zusammengehen und dann kommt hier von der Erde was drüber, damit das über den Winter dann vor sich hin verrottet. Wenigstens so einigermaßen. Ist ja meist, wenn es kalt ist, ist ja mit der Verrottung meistens Pause. Aber der Winter besteht ja nicht nur aus kalten Tagen. Ja, hier von der Erde, dieses alte schwarze Fass habe ich da noch gefüllt, damit hier in der Ecke wieder Platz ist, damit da wieder Kompostboxen aufgestellt werden können. Man muss ja immer so ein bisschen in die Zukunft sehen und gucken, dass man das so einigermaßen vernünftig auf der Reihe hat. Keine Dreckecken und Chaosecken entstehen, wo man nicht so richtig weiß, was das soll. Das möchte ich nicht. Soll hier immer alles so ein bisschen korrekt sein. Nicht hundertprozentig, dann wäre es ja nicht mein Garten. Jo, also gut was geschafft. Ja, und jetzt, wenn der Schippenstiel abbricht, gibt's einen Tag Sonderurlaub. Ja, und jetzt, und jetzt, und jetzt könnte man wahrscheinlich, Teile davon nehmen und könnte die überwintern und müsste nicht hier diesen gesamten, dieses gesamte Knollenkonglomerat überwintern, aber so ganz, ja, ich kriege die ja jedes Jahr toll zum Blühen, das ist nicht das Problem, aber der große Spezialist jetzt für Dahlien bin ich also auch nicht und ich kann damit gut um, die ganzen Jahre habt ihr es ja gesehen, manche von diesen Wurzelstöcken habe ich schon viele Jahre jetzt in Gebrauch, die blühen jedes Jahr toll, also das klappt eigentlich immer, wie ich das mache. Aber wie man die jetzt genau teilt, vor allen Dingen jetzt zum Winter hin, das weiß ich nicht. Ich möchte das nicht machen. Das ginge natürlich rein technisch, hier so ein Ding abzuschneiden, wäre ja überhaupt kein Problem. Aber dann ja, hätte man sozusagen auch da eine offene Wunde an der an dem Wurzelstock geschaffen. Da kann dann über den Winter alles Mögliche passieren und genau das möchte ich nicht. Vor allen Dingen können die dann schnell schimmelig werden und sowas. Und ja, so, wenn die so im Verbund sind, möglichst wenig Erde dran, klappt das mit dem Überwintern immer prima. Hatte ich bisher noch nie Ausfälle gehabt. Da sind Pflanzen, die sind schon von Anfang an dabei, das ist 7, 8 Jahre her.
Also insofern spricht das dafür, das so zu machen, wie ich das die anderen Jahre auch immer gemacht habe. Andererseits vermehren kann man die natürlich über Knollen. Vielleicht sollte man die, wenn, dann erst im Frühjahr teilen oder was abmachen hier zum Beispiel. Die könnte man locker abreißen, aber das mache ich jetzt auf keinen Fall. Ich mache das erst im Frühjahr. So, hier in der Karre kann das jetzt ein paar Tage drin bleiben. Das soll ein bisschen abtrocknen hier noch. Frost geben wird es hier die nächsten 2, 3 Tage nicht. Ist also ungefährlich. Man kann hier im Gewächshaus so stehen bleiben, so offen, bevor es dann ja in ein Gefäß kommt. Ich habe ja hier schon ganz trockene Erde. Sind weg. So, hier machen wir einmal hier zum Gucken. Das ist Erde, die ist staubtrocken. Hier sieht das staubt auch gleich. Also da kommen die nachher rein, da kommt noch ein bisschen drauf. Ich kratze die hier von der Oberfläche im Gewächshaus ab, sodass die nachher in dieser ganz trockenen, feinen Erde den Winter über eingelagert werden. Auch alle sozusagen, alle in einen Eimer dicht an dicht und dann, wie gesagt, diese Erde dazu, diese trockene und dann hier unten versenkt. Das mache ich aber erst so in 3, 4 Tagen. Und dann Erde drüber. Ja, und das hat bisher eigentlich immer so geklappt. Bis minus 17 Grad hatten wir hier drin schon. Also das geht gut. Da unten kriegen die dann keinen Frost, wenn da noch so 20 cm Erde drauf kommen. Das müsste klappen. Ja, liebe Gartenfreunde, ist ja jedes Jahr so ein bisschen anders. Ne? Ist so eigentlich immer dasselbe, aber doch nie ganz dasselbe. Je nach Witterungsverlauf, je nachdem, wie man Zeit hat, wie man so zugange ist, ja, gestalten sich auch Routinearbeiten nie ganz genau gleich. Und da muss man jedes Mal sehen. Also letztes Jahr zum Beispiel waren diese Knollen von den Dahlien dermaßen trocken. Da konnte ich die also gleich versenken hier. Aber dieses Jahr ist es so, dass die eben nicht, ja, alle aber teilweise noch feucht sind. Ja, und das muss erstmal abtrocknen. Ja, was habe ich heute Morgen vor? Also hier an die Himbeeren will ich ran. Die ja, müssen zum Teil eben gestutzt oder zurückgeschnitten werden. Jetzt war es ja so hier, diese untere Hälfte, die haben ja gar nichts getragen. Könnte sein, dass das Sommerhimbeeren sind, die hier im ersten Jahr teilweise, letztes Jahr erst gepflanzt, dass die sich so ein bisschen stabilisieren müssen. Die meisten von diesen Himbeeren sind ja schon vor 2 Jahren gepflanzt worden, hier oben vor allen Dingen die hier weiter rauf, und die haben ja ganz ordentlich schon getragen. Die sind, also das sind sogenannte Herbsthimbeeren, und die muss man dann unten abschneiden. Die treiben nächstes Jahr wieder neu aus, wenn alles so abläuft, wie man sich das vorstellt, und ja, bringen dann irgendwann im Spätsommer, Herbst auch wieder ihre Früchte. Aber die anderen hier, ja, wo nichts dran war, ich weiß nicht. Die werde ich auf jeden Fall nicht bodennah abschneiden. Kann durchaus sein, dass das eben ja solche Sommerhimbeeren sind. Naja, und die müssen natürlich dann, da muss dann so Substanz auch da sein. Die werde ich also nur ein Stück weit zurückschneiden, vielleicht so zur Hälfte, und dann muss das gehen. So, dann wollen wir uns mal das Arbeitsgerät ranholen. Ja, es ist frisch heute Morgen, 6 Grad gerade eben, obwohl wir schon, ja, wir haben jetzt Winterzeit, 9:30 Uhr. Da wird es auf jeden Fall Zeit, langsam anzufangen. So, das Teil will ich jetzt hier zum Einsatz bringen. Das ist hier diese Black & Decker Elektrogeschichte. Ich habe ja, wie gesagt, von dieser Serie hier den Rasenkantenschneider, der ist total perfekt und wirklich super gut. Den hatte ich mir als erstes davon gekauft, vor Jahren schon. Der ist einfach klasse. Und ja, dieses Gerät hier, diese Heckenschere, die ist nicht so toll. Die ist extrem kopflastig, hat auch nicht so viel Power. Ja, gut, ich habe sie gekauft, habe mir mehr davon versprochen, aber für die Himbeeren müsste es reichen. So, ja, was haben wir hier? Hier, das ist ja die Kamera für die Ich-Perspektive. Die Insta360 II, ganz tricksiges Gerät, macht zwar keinen 4K, aber ist trotzdem eigentlich sehr gut eben für diese Perspektive, damit eben der Zuschauer sozusagen genau das sieht, was derjenige, der gerade arbeitet oder irgendwo in Action ist, auch gerade eben sieht. So, okay.
Aber da sind ganz schön zähe Knüppel dabei. Dann wollen wir die erstmal da rausfischen. Das geht natürlich nur mit Handschuhen. Die Biester haben halt ihre stacheligen Borsten. Aber hier, das ist soweit okay. Wo vormals die Himbeeren gestanden haben, sieht es jetzt so aus. Die Himbeeren stehen hier natürlich noch, also die Wurzelstöcke natürlich, klar. Ja, ne? Hier natürlich dann eben nicht zurückgeschnitten, hier nur zurückgeschnitten, aber nicht abgeschnitten unten. Bin mal gespannt, ob die Maßnahme wirklich das bewirkt, was ich mir vorstelle, also dass die nächstes Jahr tragen. Jetzt mal eine Frage. Ich hätte ja auch das Schreddergut von den Himbeeren hier oben drauf schmeißen können, wo die also gestanden haben. Weiß ich nicht. Hat einer von euch da Erfahrungen und sagt, ja gut, also die Himbeeren kann man dann ja schreddern und oder abschneiden einfach und das Zeug liegen lassen, auf den Wurzelstöcken verteilen, sozusagen ein bisschen als Winterschutz und ja, als was auch immer. Wie macht ihr das? Würde mich schon mal interessieren. Denn ganz klar, ohne Mulch obendrauf wird hier der Giersch im Frühjahr irgendwo sich ein Rennen mit den austreibenden Himbeeren liefern. Und erstmal wird der Giersch gewinnen und später die Himbeeren. Ja, okay. Und ja, so Giersch ist ja nicht so toll. Ja, was machen wir denn jetzt mit der Buchsbaumhecke dahinter? Die ist kräftig ausgetrieben, die müsste eigentlich auch kräftig zurückgeschnitten werden, nur jetzt so zum Herbst. Weiß ich nicht, ob der Hecke das dann so gut tut. Und da bin ich jetzt echt etwas im Zweifel. Also vom Gefühl her würde ich sagen, im Herbst jetzt nicht schneiden, sondern einfach bis zum Frühjahr stehen lassen, dass sie also den Winter dann unbeschadet, unverletzt hinter sich bringen kann. Und dann gucken wir einfach im nächsten Frühjahr mal, bevor ihr die Himbeeren austreiben, dass die dann kräftig zurückgeschnitten wird. Vor allen Dingen auch ein bisschen schmaler gemacht wird. Die ist schon ziemlich raumgreifend, diese Hecke. Ja, Buchsbaumzünsler habe ich hier noch nicht gesehen. Das heißt nicht, dass keiner da ist. Aber naja, okay, bisher zumindest noch keine Gefahr in der Richtung. Hier geht es jetzt weiter. So, da haben wir das Teil aufgestellt. Ging jetzt zum Schluss doch besser, als ich erst befürchtet habe. Ist wohl doch relativ gerade hier die Ecke. Ja, das soll jetzt den Heckenschnitt aufnehmen und zwar von den Himbeeren und von dem, was dieses Jahr da eventuell noch kommt. Viel wird es nicht sein. Ja, und vom nächsten Jahr den Heckenschnitt, der wieder zu erwarten ist. Ja, wo ich hier schon einmal zugange war, habe ich auch diese alten Blumen hier, diese mittlerweile eben abgestorbenen unten abgeschnitten. Und das wird auch verkompostiert, das Material. Das ist aber nicht verholzt, deswegen muss man das nicht schreddern. Kein großes Problem. Die Himbeeren hier, ja, vor dem Schredder. Keine Angst, also ich zeig's diesmal nicht. Ne? So, ja, prima. Gab's Probleme beim Schreddern, weil das doch so viel nasses Zeug war? Nein, gab es nicht. Ah, jetzt habe ich doch ganz geschickt das Schreddern wieder untergebracht. Wenigstens in einer kurzen Einstellung. Den Zuschauer manipulieren. Das ist die ganze Kunst. So, okay, dann mal ein Tau damit. Hätte man das auch auf die Himbeeren schmeißen können? Ja, vielleicht.